Outfits zu kombinieren ist nicht ganz so einfach. Und aus dem Grund zeige ich dir auch in dem heutigen Video, wie du eine Jeansjacke in 3 verschiedenen Varianten gut kombinieren kannst. Bevor es mit dem Video losgeht, möchte ich euch aber noch ein paar Randinformationen geben zum Thema Jeans. Woher kommen Jeans eigentlich und wer hat das eigentlich erfunden? Das Coole an der Nummer ist, warum ich euch hier das auch sagen möchte, ist, dass ein Deutscher den Jeansstoff erfunden hat. Und zwar ein Deutscher namens Levi. Und das ist kein geringerer als der Gründer von Levi's oder Levi's, wie auch immer man das nennen möchte. Und zwar Levi Strauss, so ist es richtig. Also, Levi Strauss hat die Jeans erfunden und ist gleichzeitig auch der Gründer von der Marke Levi's. Warum wurde der Jeansstoff erfunden? Der Jeansstoff wurde erfunden für die Arbeiter der Goldminen, also die Leute, die in den Goldminen damals gearbeitet haben, in Kalifornien. Denn die Leute brauchen einen robusten Stoff und deshalb ist Jeans auch so robust und hält auch einiges aus. Denn die Arbeiter damals in den Goldminen, die brauchen natürlich einen Stoff, der richtig gut hält und halt auch mega robust ist. Mittlerweile gibt es aber Jeansjacken in verschiedensten Varianten. Mit Stickern drauf, mit Nähten drauf, mit Löcher, ohne Löcher, in verschiedensten Farben. Extravagant, nicht so extravagant, mit Glitzer drauf, was auch immer. In diesem Video zeige ich euch aber, wie man eine ganz normale, klassische Jeansjacke kombinieren kann. Denn das ist auch wohl die Jeansjacke, die die meisten Männer im Kleiderschrank drin haben. Die erste Kombinationsmöglichkeit ist Denim auf Denim, also Jeans auf Jeans. Das kann schnell nach hinten losgehen, wenn man Denim auf Denim kombiniert. Und deshalb solltest du auch hier, wenn du das so kombinieren möchtest, 3 Dinge definitiv beachten. Der erste Punkt, den du beachten solltest, ist, dass die Farbe so unterschiedlich wie möglich ist. Also nicht Ton in Ton kombinieren. Denn wenn du Ton in Ton kombinierst, dann kann das ganz schnell so aussehen, als ob du einen Anzug anhättest. Dann siehst du irgendwie aus wie die Sänger von NSYNC damals in den 90er Jahren. Und das möchtest du wahrscheinlich nicht. Also wenn du Denim auf Denim kombinierst bzw. Jeans auf Jeans kombinierst, ist es umso besser, je unterschiedlicher die Farbe ist. Der zweite Punkt, den du beachten solltest, ist die 3-Farb-Regel. Falls du die 3-Farb-Regel noch nicht kennst, kein Problem. Die 3-Farb-Regel bedeutet, dass du maximal 3 Farben miteinander kombinierst. Warum? Wenn du nämlich nur 3 Farben miteinander kombinierst, dann wirkt das Outfit sehr harmonisch und sehr ruhig. Wenn du mehr als 3 Farben kombinierst, dann wird das meistens ein bisschen schwierig werden, dann kann das Outfit relativ schnell unruhig und durcheinander wirken. Also weniger ist an dieser Stelle definitiv mehr. Schreib dir die 3-Farb-Regel hinter die Ohren, damit du die nicht vergisst. Dritter Punkt, den du bei der Kombination Denim-Denim beachten solltest, ist weniger ist mehr, auch was das Thema Löcher angeht. Wenn du nämlich zu viele Löcher hast in der Jeansjacke und in der Hose, dann kann das auch schnell mal leicht assi aussehen. Deshalb würde ich dir empfehlen, auf Löcher zu verzichten, wenn du die Kombination Jeans-Jeans wählst. Zweite Kombinationsmöglichkeit ist die Street-Style-Kombination. Und die Street-Style-Kombination ist wohl die einfachste und lässigste Variante, eine Jeansjacke zu stylen. Bei dieser Kombination brauchst du lediglich coole Sneaker, eine Jeans, ein T-Shirt und eine Jeansjacke. Optional kannst du zum Beispiel auch hier noch einen Rucksack draufziehen, dann ist das Outfit perfekt, um zur Schule zu gehen. Aber nicht nur für die Schule ist das Outfit optimal, sondern auch für die Freizeit kannst du das Outfit wirklich richtig gut anziehen, denn das ist wirklich ein cooler, lässiger und entspannter Look. Das Gute an der Street-Style-Kombination ist, dass du 100% alle Teile, die bei dieser Kombination verwendet werden, definitiv im Kleiderschrank hast. Du hast Sneaker, du hast eine Jeans, du hast ein T-Shirt im Kleiderschrank und natürlich auch die Jeansjacke. Du kannst hier auch ein bisschen variieren. Du kannst zum Beispiel auch statt ein T-Shirt zum Beispiel einfach ein Hoodie unter der Jeansjacke drunter ziehen. Geht auch sehr gut. Man kann auch hier vom Style her einfach ein bisschen kombinieren. Zum Beispiel mal Oversized anziehen, mal etwas enger anziehen, mal ein Hoodie drunter anziehen oder auch vielleicht ein Sweatshirt unter der Jeansjacke anziehen. Einfach das Ganze ein bisschen variabel halten. Also dieser Street-Style-Look ist definitiv einfach zu kombinieren und wenn du keinen Bock auf Sneaker hast, kannst du hier an dieser Stelle auch zum Beispiel richtig gut Lederboots anziehen. Wenn du wissen möchtest, wie man gut Kleidung miteinander kombiniert und welche Styles gut zusammenpassen, dann check einfach mal das E-Book The Man Style Guide aus. Mit dem Gutscheincode DALENKORDE20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book, was eh schon nicht teuer ist, also lohnt sich auf jeden Fall und anschließend bist du auf jeden Fall mit den Basics, was das Thema Kleidung angeht, definitiv vertraut. Die dritte Möglichkeit ist eine Smart-Casual-Kombination. Die meisten Leute werfen die Jeansjacke einfach in die Ecke, denn die sagen halt, okay, eine Jeansjacke fein zu stylen funktioniert nicht. Aber mit dieser Möglichkeit zeige ich dir, wie du auch eine Jeansjacke zum Beispiel zur Arbeit anziehen kannst und anschließend mit diesem Look auch noch vielleicht in eine Bar gehen kannst, um einfach ein paar Drinks zu nehmen, weil es einfach ein guter, lässiger Look ist, der wohl zur Arbeit funktioniert, als auch abends
zum Abhängen. Der Smart Casual Look besteht aus einer feinen Stoffhose oder alternativ kannst du hier auch zum Beispiel eine Chino tragen. Dazu dann ein Hemd oder ein T-Shirt und bestenfalls packst du dein Hemd oder das T-Shirt auch in die Hose rein, damit dieser Look einfach nochmal ein bisschen feiner wirkt. Perfekt zu diesem Look passen cleane, weiße, schlichte Ledersneaker oder alternativ kannst du zum Beispiel auch Wildlederschuhe anziehen, also feine Wildlederschuhe, damit einfach dieser Smart Casual Charakter hier nochmal bei diesem Look rauskommt. Dieser Look generell ist eher so ein feinerer Look, etwas eleganterer Look, aber mit der Jeansjacke wirkt der Look einfach nochmal so ein bisschen cooler und deshalb kannst du den Look halt zur Arbeit anziehen, aber gleichzeitig auch damit in eine Bar gehen. Als Alternative zur Stoffhose kannst du zum Beispiel, wenn du halt diesen Style hast, auch eine Cordhose anziehen, denn die Kombination zwischen Cordhose und Jeansjacke funktioniert auch sehr gut und wirkt auch sehr hochwertig. Was du bei diesem Look beachten solltest, ist, dass die Jeansjacke, die du da trägst, auf jeden Fall so eine klassische Denim-Jeansjacke ist, so wie man sie klassisch halt kennt, damit das diesen Look einfach nochmal schön abrundet. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen, was das Thema Jeansjacke kombinieren angeht. Weitere Videos zum Thema Outfits und Styling findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und schönen Frühling mit schönen Jeansjacken-Outfit-Kombinationen.